So, willkommen zur vielleicht letzten Folge. Wir sollten vielleicht noch ein paar Upgrade-Punkte ausgeben, wenn wir schon noch welche haben. Die Frage ist Schaden, Schadensradius. Schwierig. Wieso kann... Achso, ich muss erstmal das kaufen. zack. Kann ich mir eh nicht leisten. Zack. Da bin ich mal gespannt, wo wir jetzt landen. Sieht russisch aus. Moskau eventuell? Jo. Lenin, okay. Statue schon... Ah ne, das ist das Mausoleum, ne? Okay, die latschen dann hier einmal rum, oder was? Das wäre natürlich irgendwo nice, aber... wie fange ich jetzt am schlauesten an? Was kommt denn, so eine Einheit? Ich frage mich, ob die immer rumlatschen. Wie nur ein Feld? Willst du mich verarschen? Am Arsch, ey. Toll. Sehe ich irgendwo anders noch eins? Hier ist ein grünes, da ist ein einzelnes grünes. Ah, da unten. Ich hätte mich vielleicht erstmal auf einen Turm konzentrieren sollen. Okay, hüpp, hüpp, hüpp. Dann kommen diese komischen Fliegeviecher. Ich
Okay, zack, Upgrade. Oh, das wird echt kacke schwer, das Level. Man kann sich nichts dazu verdienen. Energiekuppel. Was sagt mir das? Schon halt durch. Ich habe keine Ahnung, wie ich das packen soll, ganz ehrlich. Jetzt bräuchte ich Energietürme und ich habe keine. Wenn wir 16 haben, werden wir die nächste Mine upgraden. Ich will auf jeden Fall meinen Laserstrahl als Sicherheit haben. Zack.
So, das upgraded, zack. Oh, ich hab 16. Nice. Den hauen wir auf. Rakete. Ach du Scheiße. Danach doch zwei von denen. Oh Gott. Und ja, zwei davon, warum nicht? Ich finde es ein bisschen kacke, dass der Raketenturm scheinbar einen kleineren Radius hat als der Panzerturm. Dreimal Laser haben wir zumindest schon mal. Aber wir kriegen die momentan ganz gut klein hier. Ja.
so wenigstens der Radius noch ein bisschen erhöht. Okay, sehr gut. Und dann kommen vier große. Na klasse, die kommen jetzt schon. Yay! Okay. Alter. Und jetzt kommt da groß auch mit bei, ne? Zum Glück haben die so lange gewartet. Oder auch nicht.
So, was kommt jetzt? Drei große, den Rest müssten wir hinkriegen. Hoffe ich. Oh, der kommt gleich am Anfang, das ist ja toll. Frag mich, was die letzte Einheit da ist. Die jetzt kommt. Oder auch nicht. Ich kaufe mir auf jeden Fall den Laserstrahl. Keine Lust jetzt an der letzten Einheit zu scheitern. Irgendwie passiert gar nichts, oder? Auf jeden Fall nicht allzu viel. Alter, wie viel kann der ab? Zum Glück habe ich meine Laserstrahlen auf hier oben. Oh Gott, da haben wir nur noch einen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das wird nichts.
Oh. Ja. Alter, hätte ich die ganzen Laserstrahlen nicht gehabt, das wäre doch nie was geworden. Nicht genug Geld für die Anti-Invasionsverteidigung. Viel Glück und noch viel Spaß. Nee, nicht viel Ge- Hä? What the fuck? Das hat man nochmal richtig reingehauen. Jetzt frage ich mich, was Überleben tatsächlich ist. Gucken wir mal kurz rein. Auf der einfachsten Karte. Ach, das ist einfach unendlich lange, oder was? Zweite Welle, ja, steht da kein Ende irgendwie. Was ich aber mal testen wollen würde, wäre, ob man Münzen, die man jetzt hier sammelt, wenn es überhaupt welche gibt, aber muss es ja eigentlich, ob man die mitnehmen kann, wenn man das Spiel beendet jetzt. Lalala. Ladstelle, Freunde. Wundert mich, dass es immer noch keine einzige Münze gab, ey. Oh, jetzt gab's inne. Okay. Dann können wir es jetzt testen. Zack. Neustart. Verlassen. Jetzt habe ich natürlich aber nicht geguckt. Oh, gibt scheinbar nichts dafür. Errungenschaften. Haben wir denn alles geschafft? Aber auf 50 Raketen wir waren. Nee. Vielleicht mache ich das noch privat, aber ansonsten war's das mit diesem Let's Play von Ancient. Ancient Planet. Bis auf die Sachen, wo man manchmal eingefroren ist, eigentlich ein ganz lustiges Spiel. Man hat zwar gemerkt, dass es für Smartphones etc. gemacht wurde, aber heißt ja nicht unbedingt, dass es dann schlecht sein muss. Mir hat Spaß gemacht. Grafik war natürlich sehr zweckmäßig, aber trotzdem eigentlich sehr stimmungsvoll, finde ich. Wobei auch die Schwierigkeit der Level stark geschwankt hat, finde ich auch insgesamt. Und der letzte Kampf jetzt mit dem letzten Endgegner übertrieben stark. Hätte ich vorher irgendwie schon Laser eingesetzt,
hätte ich keine Chance gehabt und das wäre ärgerlich gewesen. Gut, dann sehen wir uns vielleicht bei einem anderen Let's Play wieder. Spitze bedanke mich. Bis denn, ey.